So, kommen wir heute hier zum Abschlussvideo zu Karl Kerle. Das war ja die Beute gewesen, die so schlecht erstmal gestartet ist, von der wir kaum dachten, dass hier irgendetwas kommt. So, wir haben jetzt hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flachzangen, wovon hier aber 1, 2 wirklich Honigräume sind. Das ist aus dem Nachbarvolk hier oben, das mir abgeschwärmt ist, der Honigraum. Und hier sollten sie mir nochmal den Rest in den letzten 14 Tagen eintragen und ausbauen. Das gucken wir uns gleich an. So, und dann schauen wir. Hier war die Idee ja gewesen, mit einem Sheet zu arbeiten, ganz außen, um hier mit weniger Farbenfläche zu arbeiten. Gucken wir mal rein. Das ist jetzt mal wieder Rauch. Arbeite ich das um. Nehme ich euch mit. Natürlich das Fazit dann dazu. So, schauen wir mal. Wir sind hier im dritten Raum von unten. So, hier war es ja so gewesen, dass ich dann den zwischenzeitlich auch am Absperrgitter mal gesetzt hatte. Dann wieder weggenommen. Also so ein Volk, wo man nicht so richtig wusste, wo geht die Reise hier hin. Dann schauen wir mal rein. Wir sind hier im dritten Raum. Ich werde mal mittig ziehen. Also wie gesagt, wir hatten hier einmal zwischendurch auch ein Absperrgitter. Also, kurzer Blick. So, wir sind hier im dritten Raum und wir sehen hier komplett in der Mitte Honig. Keine Brut. Ja. Sprich, nach einer Anfangsphase, bei der sich dann der Honigraum etablieren konnte, habe ich dann das Absperrgitter weggenommen. Auch wieder ein Punkt bei der Flachzange, dann mal ganz schnell zwischendurch was anderes zu machen. Wobei ich davon ausgehe, dass man das bei jedem machen kann, weil ja die Königin normalerweise nicht darüber hinweggeht. So setze ich das hier fort. Links, rechts, als Honigraum. Dann kann ich den gleich zur Seite packen. So, hier drüben sind wir so im ehemaligen Kronenbereich dann. Und da ist alles. Das passt. Passt. Wackelt. Hat Luft. Wieder zurück und dann kommen wir in den spannenderen Teil nach unten, dann in den eigentlichen Brutraum. So, werfen wir einen Blick hier hinein. Insgesamt sind die immer relativ friedlich, gut einmal eingeraucht. Und dann schauen wir hier, von oben sind nur die Honigkappen zu sehen, wo wir uns vorsichtig heranarbeiten. Ich fange hier außen an. Ja, es ist natürlich so, wenn man hier 10 Stück hat, und kein Raum irgendwo, das stimmt ja gar nicht. Hier hat ja der Herr, weil er ja unbedingt das ausprobieren wollte, mal mit 9 zu führen, im Brotraum und ein Holzsheet zu setzen, das Holzsheet. Und dann, voilà, den anderen System, den Vorteil, Dreck. Mit dem Vorteil, dann kommst du nicht an hier, Scheiße. So, komm her. Dort dann die von links nach rechts zu schieben, ohne Auflageschiebe. So, na, was hier so schwer, habt ihr noch was angebaut? Ja, ja. Of course, my dear.
ein bisschen Wildbau dabei. Na gut, stopft man nicht voll. Gut, also diese Wildbaugeschichte, die hatte ich ja auch hier drüben bei dem Volk, wo ich mittig geschiedet habe und dann noch weggelassen habe. Da haben die ja extrem nach unten durchgebaut. Hier an der Seite auch. Also die Idee hier, das zu verkleinern auf 9 und dann noch ein Abspeckgitter drüber zu machen, die sind nicht geschwärmt. Das haben wir ja alle gesehen. Aber ja, naja, so ein bisschen Wildbau-Ecke nach unten. Das war jedenfalls 10. Gut, fangen wir dann von außen an. Wir haben hier typisch Pollen und Pollen. Außen Pollen, passt. Können wir die ja gleich ranschieben. Kommen wir zum nächsten. Wir haben ein bisschen Pollen, alles leer, keine. Soweit ich sehe, hier keine Stifte. Diese Königin wird auch noch ausgetauscht demnächst. Können wir mal sehen, wo sie denn ist. Ob wir sie noch haben. Hier kommt wieder keine Brut. Okay. Hat ihr schon gewusst, dass er ausgetauscht wird? Ja, schauen wir mal weiter. Keine Brut. Mal wieder hat er so einen Überraschungsimkern. Wir haben hier wieder keine Eier. Eieiei. Gut, na mal sehen, was kommt. So ganz ohne Weise ist ja auch immer nicht so schick. Wir haben, ne, was haben wir? Und wir haben die nächste ohne Brot. Wir haben immer noch keine Brut. Ja, das ist ja das Spannende bei Imkern, dass du nie weißt, was dich erwartet. Die Erwartungshaltung war, dass das hier alles voller Brut ist und ich demnächst die Königin suchen muss, um sie zu ersetzen. Nichts. Keine Brut. Keine Weise. Keine Brut. Joa, tschüss. Zu dem Jahreszeitpunkt nichts, was uns Angstschweiß bringen muss. So, die Außenware sowieso nicht. Dann sieht die Außenwabe aus. Ja. Schöne Futterwabe. Ja, das passt schon. Das ist natürlich auch eins mit dem Prinzip ohne Absperrgitter, dass man immer genügend Futter für sein Volk hat. Also man muss nicht immer hinrennen. Gucken dann, was ist passiert.
So schnuck ich's. Einmal hoch. Und unten ist es wohl leer, ne? So wie ihr hier. Wie der Boden hier hinterher kam. Jo, hier gibt es gleich nochmal Rauch. So, wir haben leer und leer. So, und dadurch, dass hier das Sheet drin war, haben sie den hier auch noch relativ weit ausgezogen hier. Hm. Gut, weiter geht's. Aber sie hatten immer noch Pollen eingetragen. Ja, dann mit dem Unterbau wieder nichts. Pollen. Entweder haben sie, ich vermute, still nachgeweiselt, also geschrammt sind sie ja nicht, oder haben still umgeweiselt. Dann hat man ja immer nur eine einzige Zelle irgendwo und die ist ja schnell weggebaut, bei der Schwarmzelle ist ja alles voll. Und deswegen habe ich hier eine Brutpause. Ja gut. Ich ziehe die mal rüber, da brauchen wir nicht weiter gucken. Nichts, was hier noch von Interesse wäre, außer dass hier wahrscheinlich irgendwo eine unbegattete Weisel unterwegs ist. Also, Fazit hierzu, hier irgendein Sheet setzen bei dieser Flachzeige, das ist, also brachte mir jetzt hier keinen Vorteil, zumal wenn man noch mehr Etagen hat, muss man denken, dass das Sheet da ist, dann sehe ich wieder diese Tendenzen mit dem Anbau nach unten, die überhaupt nicht förderlich sind. Also, diese Herumschiederei hier, das muss alles nicht sein. Fazit, Schied braucht man nicht. Flachzangen im Grill, Daumen hoch. Schied an der Stelle, um irgendwas zu verkleinern. Bringt hier keinen Vorteil, weil sie sich dann irgendwo anders hin ausbauen. So, jetzt gibt es Rauch und dann baue ich wieder zusammen. Und damit endet hier Karl Kerle auf diesem YouTube-Kanal. Vielen Dank.